Hört ihr ihn auch, diesen schimmernden Sound? Keine Ahnung, woher der kommt und was der zu sagen hat, aber es trägt ziemlich zur Atmosphäre bei. Und zwar zur Atmosphäre der verbotenen Bibliothek, beziehungsweise des obersten Stockwerks dieser Bibliothek, ja, in der wir nach wie vor nicht sein dürften, aber trotzdem sind. Und das wird uns auch nicht daran hindern, uns einfach mal weiter hier umzuschauen. Denn hier gibt es bestimmt auch das eine oder andere zu mopsen. Was haben wir denn da? Da haben wir doch was. Zu mopsen und zu lesen. Leitfaden für Akolyten. Aha. Das lese ich vor, denn ich habe gerade schon ein Stichwort gesehen. Vollstrecker. Den werden wir auch noch begegnen und das sind keine netten Leute. Leitfaden für Akolyten. Teil 7. Vollstrecker. Der Wille der Hüter. Groß ist die Macht der Vollstrecker. Jener, der danach trachtet, seine Kraft und Schnelligkeit zu verbessern, und jener, der das Gleichgewicht um jeden Preis zu schützen bereit ist, folgt ihrem Ruf. Allen Akolyten sei jedoch gesagt, dass ein Vollstrecker nach seiner Indoktrinierung nur noch auf telepathischem Weg zu kommunizieren in der Lage ist. Die Ausbildung des Vollstreckers umfasst verschiedene Arten der Tarnung und die Beherrschung unterschiedlichster Spezialwaffen. Nach dem Gelöbnis werden die Glyphen angelegt, was die sofortige Transformation des Akolyten zur Folge hat. Nach der Konvertierung durch die Glyphen kann die Verwandlung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Älteste, die junge Akolyten auf ihrem Weg begleiten, sind angehalten, auch die überaus heiklen Aspekte der mit der Konvertierung zum Verstrecker verbundenen Opfer nicht zu verschweigen. Das ist keine nette Tätigkeit, liebe Leute, aber wie so oft, einer muss es machen. Wir werden ihn auf jeden Fall später noch begegnen, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ach, das ist der hier drunter, den wir gerade hören, glaube ich. Geht's noch weiter? Should be right there. Ah, das merkt er, glaube ich, gleich, wenn das gestohlen ist. Das heißt, ich sollte mich tunlichst hier wieder too many distractions fortbewegen. Whatever it was, it is gone. Richtig, nichts hält für die Ewigkeit. So sieht's aus. Da hakte das Spiel kurz. Kannst du dich mal für einen festen Laufweg entscheiden? Bitte? Hilfe. Ich weiß nicht, ob man das hinterher in der Aufnahme sieht. Das war gerade das Zeichen, dass ich mein Touchpad ausgeschaltet habe, damit ich da nicht irgendwie draufkomme beim Spielen und irgendwelche komischen Bewegungen zustande kommen, die nicht sein müssen. Das kann man nämlich mit meinem schönen Laptop machen. Das finde ich ganz praktisch. It is gone. Ja, sag ich ja. Speichern mal lieber. Hier sind wir jetzt wahrscheinlich wieder im Hauptraum, so wie es nach dem Licht zu urteilen aussieht. Und es ist kein Mond, der scheint, sondern wieder dieses komische, aber gleichzeitig schöne Licht. Speak! Thank you.
Oh, Mädel, kannst du dich mal entscheiden? Das ist schlimm. My work is everything. The prophecies, the glyphs. Who dares distract me? Was that? Ah! I'm a... Noise is peculiar. Shit! Ich wollte jetzt aufs Ganze gehen. Also, ich meine, die hat mich entdeckt, aber... Ach. Darf man die gar nicht knüppeln dann auch? Heißt es das? Das ist ja eine doofe Situation da oben. Naja. Oder ich umgehe es einfach. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich bin so neugierig. Verdammt. Aber da gab es ja auch noch bestimmt einen anderen Durchgang, den wir wählen können. Ich glaube, da gucke ich jetzt erstmal. Ich muss nochmal nachschauen, wie es, wie ich mich an die Wand lehnen kann. Irgendwie ging das. Ich darf auch noch nicht mal einen Lärmpfeil, glaube ich, verschießen, weil... Wo bist du? Wo bist du? Sehe ich ihn gar nicht. Was soll das denn hier? Ah ja. Some movement. Nein. So many distractions lately. Ich würde da mal nachgucken gehen. Also das war mir auch nicht so ganz geheuer, was da hinten war. Da ist immer so eine Frau, die geht immer 2 Meter nach links und nach rechts und das war's dann. Das kann nicht ganz normal sein. Gibt's hier noch irgendwo einen Durchgang? Nö, scheinbar nicht. Das Getrampel, das macht mich ganz kirre hier. Ach, jetzt gehst du hier rüber. Toll, da will ich doch gerade hergehen. Verdammt. Würdest du bitte wieder zu dieser Seite hinübergehen? Das wäre sehr freundlich von dir. Ich glaube, das war's dann auch hier oben. Dann gehe ich jetzt auch wieder nach unten. Verschwinde aus der verbotenen Bibliothek. Ich bin gerade überlegen, wie wir da das letzte Mal reingekommen sind. Da sind wir ja nicht auf den normalen Weg reingekommen, glaube ich. Wo wir vorhin in der letzten oder vorletzten Folge waren. Ach. Super. Ich nicht gedacht, dass wir das so gut schaffen. Oh, da oben haben wir was vergessen. Sehe ich gerade. Der bleibt auch die ganze Zeit sitzen. Der macht nichts anderes. Der guckt nach draußen und bleibt da sitzen. Wahrscheinlich wird er dafür bezahlt. Obwohl das wahrscheinlich das noch nicht mal. Alles klar. Es ist auf jeden Fall wieder Zeit für eine Speicherung. So. Ach, du warst der mit der Fackel. Wo sind wir hergekommen? Das muss ja irgendeine Ecke sein, die dunkel ist. Oder? Ist auch egal, jetzt sind wir hier. Jetzt kommst du von da? Was soll das denn? Hmm.
sind wir gekommen. Verstehe. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, das war der versteckte Zugang. Alles klar. Ja, dann können wir jetzt eigentlich, ich glaube, ich gehe vorher noch mal shoppen, bevor wir zur versunkenen Zitadelle gehen. Verstehe ich nach wie vor nicht, wofür der Schalter ist. Vielleicht, wenn ihr das irgendwie durchschaut habt, wofür der Schalter sein soll, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. War das die ganze Zeit so hell oder habe ich das dunkel gemacht? War das so hell? Haben die das Licht? Nee, konnte ich ja gar nicht. Sind ja elektrische. Oh, hier wird wieder gemurmelt, liebe Leute. Haben wir das da hinten gelesen? Da liegt auch noch was. Haben wir das gelesen? Ich weiß es nicht. Ich meine, das hätten wir gelesen. Schon wieder so lange her, dass ich aufgenommen habe. Ja doch, das müsste man eigentlich gelesen haben. Ansonsten, wenn nicht, dann habt ihr jetzt hier gerade die Zeit gehabt. May you find the balance every day. Wünsche ich euch auch, meine Lieben. Hier können wir raus, ne? Genau. Ja gut, ich gehe dann mal hier raus, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns draußen wieder. Bis gleich. Am Stone Market Plaza kommen wir jetzt raus. Immer gespannt, wo wir da sind, ob ich mich da zurechtfinde. Und dann würde ich sagen, ich muss mal eben gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, nicht viel. Dann beende ich die Folge jetzt mal vorzeitig und dann gehen wir in der nächsten Folge nochmal shoppen und eventuell machen wir schon mal den Anfang der versunkenen Zitadelle. Wenn nicht, wenn das zeitlich nicht mehr passen sollte, dann werden wir das in der nächsten Session machen. Würde ich sagen. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass Garrett die verbotene Bibliothek heile verlassen konnte und die Bibliothek der Hüter generell sowieso. Und dass das, glaube ich, der gleiche Ausgang ist, wie wir reingekommen sind. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall schauen wir mal, was so los ist. Ja gut. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.